So, moin moin Leute. Okay, auch gut. Jetzt. Moin moin Leute. Willkommen zu einem neuen Stream. Ich habe leider die Nachricht gerade bekommen, dass es noch etwas sich hinauszögert, da die gerade auf einem Großeinsatz sind. Wie ihr hier seht, die sind da Großeinsatz. Wir werden da auch gleich mal hinfahren und tanken und so weiter und warten auf den Kollegen und hoffen, dass es heute mal was wird mit der Bewerbung. Ich hoffe es nämlich einfach bloß, dass es funktioniert, dass es heute was wird. Und ja, naja, wir werden sehen, was die Zeit so mit sich bringt heute. Das kann etwas dauern. Aber wir werden es ja gleich sehen, was passiert. Würde ich mal sagen. So, wir gehen derweil mal einkaufen. Und ja. Nein, ich verlasse nicht den ADAC. Ich kann es dir aber ganz schnell zeigen. Ich spiele wen ganz anders. Ich bin nicht Marco Meier. Ich bin heute nicht als Marco Meier unterwegs. Nein, ich verlasse nicht den ADAC. Marco Meier macht Urlaub in München. Der ist im Moment in München unterwegs. Er ist im Moment nicht in Flensburg. Jetzt hat er aber geschrieben, dass er sich erstmal auf unbestimmte Zeit abmeldet. Das habe ich aber gesagt. Ich melde mich auf unbestimmte Zeit als Marco Meier ab. Verlässt du den ADAC? Nee, nee, der ADAC, der bleibt bestehen. Keine Angst. Ja, aber Leute, es kann sich noch etwas hinauszögern mit dem Bewerbungsgespräch. Da heute Großeinsatz gerade ist. Mir hat er gerade geschrieben. Das kann auch dauern.
zu einer Tankstelle. Danke, danke Gaming Fabi, dass du es sagst. Moin, moin. Und was macht, was geht beim ADAC so ein wenig? Ich weiß schon, wer du bist. So, dann fahren wir mal runter. Achso, du warst gerade erst auf. Ich habe bloß gehört, dass gestern irgendwo schon wieder gebrannt hat im ADAC. Mal wieder. Und dass der ADAC mittlerweile eine Safe Zone ist, habe ich gehört. Ja, drei ADAC, das sind da. Ja, sind aber nicht viele. Ja, egal. Ich habe jetzt hier keinen Bock zu warten, Alter. Ja, jetzt ist er weg. Was hat denn schon wieder gebrannt? Gestern. Ich weiß, dass ich 30 Sekunden Verschiebung habe. Weiß ich. Ist mir bewusst. Bin aber zu faul, das umzuändern. Auch wenn es eine ziemlich schnelle Arbeit wäre. Das war rote Ampel.
dir, dass ich die Ampeln hier hasse? Jetzt heißt es warten. So, jetzt heißt es warten, bis es soweit ist. Dabei kann ich auch mal schauen, ob ich die Verzögerung rauskrieg. Na, wo habe ich's denn? Nope. Keine Chance kriege ich jetzt nicht. Doch, hier haben wir was. Also die werden jetzt wahrscheinlich alle im Diagusa und die Patienten wegbringen. Die werden wahrscheinlich hoffentlich demnächst kommen. Ist schon richtig, ne? Ah, 8211, ja, ich bin richtig. Nee, ich wollte einfach mal auf die Frage, ob ich ein ADAC verlasse, ich wollte einfach mal was Neues ausprobieren. Der ADAC bleibt und ich habe einen Antrag gestellt auf Zweitcharakter, habe den genehmigt bekommen. Und spiele jetzt halt den Günther Schuster als Zweitcharakter. So, jetzt warten wir noch. Ja Leute, das kann etwas dauern, bis jetzt der Neubauer da ist. Schau dich mal dieses wunderschöne Fahrzeug da drüben an. Scheint neu zu sein bei uns. Ist gerade auf jeden Fall jemand weggefahren.
Da kommt wieder jemand, da kommt der große Bus. Jetzt kommen sie, jetzt kommen sie. Ganz gut ist, ist da der Herr Neubauer mit dabei. Und, pop. So, da ist er. Mein Auto sollte ja nicht im Weg stehen, oder? Schönen guten Tag. Guten Tag. Kann man Ihnen helfen? Ich warte auf den Herrn Neubauer. Aha, warum? Ja, der müsste sofort da sein. Bewerbungsgespräch. Uiuiui. Ja. Wir hatten gerade einen großen Einsatz, deswegen die ja, müsste gleich da sein. Ich hab schon gesehen, beim Herfahren habe ich schon gesehen. Neubauer. Ja, auf den Tobias Neubauer warte ich. Ja, Neumann irgendwo mit hingenommen. Also der ist doch rechts abgebogen, Chef, und wir links. Aber ich habe ihm gesagt, dass ich hier warte. Neubauer von Winter direkt. Ja, der Bewerber ist da. Moin. Ja, schon ausgerichtet. Grüß dich. Herr Gorwag, richtig? Mhm. Ah, irgendwann habe ich alle Namen drauf, ey. Jensen, kommst du weg vom Klinikum oder so? Ist Winter, oder? Du warst im Winter. Richtig. Ja, okay. Nee, ich will jetzt hier in Flensburg Neuanfang machen. Da hat mich der Rettungsdienst angesprochen. Richtige Entscheidung. Weil ich bin in Hamburg geboren, da habe ich schon ein Praktikum beim Rettungsdienst gemacht. Das hat mir ziemlich gefallen, dann bin ich trotzdem woanders hin, bin ich in die Stadtwerke gegangen. Stellen Sie mal vor, Sie haben eine orange Klamotte an und müssen sowas da machen. Haben Sie da Bock drauf? Nee, mir langt's, dass ich es in Europa schon mache. Aber da haben Sie bestimmt an. Können Sie mal mitkommen und gucken. Also ich sag, das ist Fusch. Die wollen uns einen erzählen, von wegen, die haben hier betoniert, aber wo denn? Ich sehe da gar nichts. Also ich sehe da eindeutig ein Riesenschlagloch. Ja. Der Gulli guckt raus, der Gulli müsste neu betoniert. Und hier soll keiner reinrennen, weil hier Hilfe, ist frisch, hallo, das ist frisch betoniert hier, hallo. Also ich sehe da nichts betoniert aus. Weiß ich nicht, vielleicht haben wir schon Stadtwerken was gesehen, was wir nicht sehen. Herr McGarrett, aber du siehst, das ist frisch. Eindeutig. Entschuldigung. Jawohl. Nicht so gut. Nicht so gut. Hallo. Glück gehabt, eine Brennung. Warten hier. Hä? Der Herr Neubauer. Wo warten hier? Ach, bei so einem komischen Einsatz. Okay. Mit 16 Kopflosen. Da hatten wir 8 Verletzte, auf einmal waren es nur noch 2, weil alle auf einmal weg waren. Hört sich interessant an. Hey, Neubauer, falls Sie reden, das ist... Ja, ich weiß. Gut, Herr Schuster? Ja, genau. Dann folgen Sie mir einmal bitte. Jawohl. Entschuldigung für die Verspätung, aber... Alles gut. War jetzt halt alles... Leben retten geht vor. Ja. Gut, passt. Ja, es war dann irgendwie... War Verkehrsunfall mit 2 Autos gemeldet, dann waren es irgendwie 12. Hm. Also, ja. Ich habe ja gesagt, ich warte auf Sie. So, aber sie hat doch jetzt geschafft. Wie war Ihr Tag bis jetzt? Bis jetzt gerade immer aufgewacht. Okay. Und sonst alles gut gewesen? Ja, alles gut. Ja, perfekt. Und bei Ihnen? Ja, ein bisschen stressig, so sonst, aber ja, gehört dazu. Ja. Gut, dann... Wenn man keinen Stress will, wäre man in den Kindergarten gegangen. Ja. Gut, ich melde mich ja mir auf dem Rechner an. So, und dann ich mal noch kurz Ihre Bewerbung öffnen. Kann ich Ihnen irgendwie einen Kaffee oder irgendwas anbieten? Nee, alles gut. Okay, gut. Alles gut, ich hab gerade erst eingetrunken. Okay, gut. So, müssen wir hier in Teilen Explorer die Bewerbungen, blibla blub. Ja, schauen wir mal, ob es was wird. Genau. Wenn ihr seid dann dabei, nicht verkackt. Ja, erzählen Sie einfach mal ein bisschen was über sich. Also ich bin der Günther Schuster, bin 25 Jahre,
bin in Hamburg geboren, hab dann, wie gesagt, meine Schule mit gut oder sehr gut absolviert. Hab dann ein Praktikum in Hamburg gemacht beim Rettungsdienst. Wurde dann aber im Endeffekt bei den Stadtwerken in Hamburg genommen und hab dann da meine Ausbildung gemacht. Und jetzt habe ich gedacht, da ich in den Stadtwerken nur Ärger hatte, ich zieh nach Flensburg und fange da dann wirklich mal beim Rettungsdienst an und mache mein Hobby zum Beruf. Okay, gut. Genau. Wie stellen Sie sich das dann in Zukunft hier vor? Nehmen wir mal an, das Bewerbungsgespräch verläuft jetzt gut. Mhm. Sie bekommen den gewünschten Posten bei uns. Mhm. Genau, wie würden Sie sich das so vorstellen oder wie denken Sie, wie es so im Rettungsdienst ist, zu arbeiten? Also es kann stressig werden, wenn zum Beispiel sowas wie wahrscheinlich jetzt kommt, wo dann wirklich Stress ist, aber es kann auch mal einen entspannten Einsatz geben mit bloß einem gestürzten Passanten oder... Also es kann stressig werden, aber es kann aber auch ganz entspannt werden. Ja. Das kommt immer drauf an, wie die Tage sind. Ja, da haben Sie recht. Genau, dann... was uns hier extrem wichtig ist beim RKISH, dass sie nicht nur hier Kompetenz haben und wissen, was sie tun. Ich habe in ihrer Bewerbung schon gesehen, dass sie gewisse Kompetenz auch was Kopfseite angeht mitbringen. Aus Europa, genau. Genau, sie bringen aus Europa auf jeden Fall gewisses Grundkenntnisse mit. Oder? Genau. Also so Fachwörter kann ich jetzt wiederum nicht, da bin ich nicht so der Beste drin. Aber ich weiß, was ich machen muss, in den meisten Fällen. So kann man es so, sagen wir es mal so. Solange sie, sieh mal, hört. Ja, verstanden. Solange sie jetzt nicht irgendwie nicht wissen, was ein Standardpuls ist oder eine Standard-Sauerstoffsättigung oder so. Das können wir halt gar nicht gebrauchen, wenn sie da irgendwie... Das weiß ich schon. Okay, irgendwie bei einem Einsatz rumturnen oder so und dann irgendwie meinen, ja, der hat einen 5er-Puls, das passt so, einwandfrei. Ja, wahrscheinlich. Das können wir halt hier nicht gebrauchen. Nee. Keine Sorge, das gab schon alles. Okay. Da wurde dann einem hier verkackt, ja, ich kenne mich super gut aus und dann gab es dann an der Einsatzstelle die ein oder andere Aussage wie, ja, Sauerstoffsättigung von 50% ist gut, das passt so, einwandfrei. Genau, deswegen muss ich das jetzt erfragen, weil das ist uns halt auch wichtig. Genau. Und. Nee, der Standardpuls, der ist eigentlich so 70 bis 80 Schläge die Minute. Ja. So ungefähr, würde ich jetzt mal so grob sagen. Ist ja auch altersabhängig oder ob man irgendwelche Vorteile hat. Altersabhängig. Und wenn jetzt so irgendwie Stress zum Beispiel kommt, dann ist natürlich sind die Schläge natürlich ein bisschen mehr, weil der Stress dann da ist und das Adrenalin kickt. Genau. Dann hätte ich noch eine Frage an Sie. Warum sollte ich Sie jetzt bei uns nehmen und jetzt nicht zum Beispiel einen anderen Bewerber? Warum genau Sie? Die Frage ist echt. Die wurde mir schon bei den Stadtwerken gestellt. Die Frage ist gut. Über die habe ich überhaupt nicht nachgedacht. Naja, weil ich auf jeden Fall Spaß am Job hätte. Ich mache es nicht nur wegen dem Geld, sondern ich liebe es, Leuten zu helfen, zu retten und für die Leute da zu sein. Und ich will, wie soll ich sagen, ich will was erreichen. Okay. Und nicht bloß irgendwie daheim hocken und mal beim Autofahren beim Unfall Ersthelfer sein mit Notruf wählen und das war's, sondern auch mal aktiv dabei sein. Okay. Die Abwechslung. Gut. Das reicht mir dann soweit auch schon. Und dann darf ich Ihnen gratulieren zu Ihrer Stelle hier beim RKISH. Jawohl. Ich kann Ihnen leider Ihren Job jetzt noch nicht direkt geben. Morgen ist dann auch die Leitung da. Und genau, dann müssen wir nochmal Richtung Wochenende einen Termin ausmachen, wo sie dann auch gescheit eingearbeitet werden, in unsere Systeme eingearbeitet werden, weil bevor ich ihnen jetzt einen 10-Minuten Crashkurs gebe und sie die Systeme, die wir hier haben, nicht kennen und bei der Einsatzstelle völlig am Verzweifeln ist, das ist halt auch nicht das Gelbe vom Ei. Aber ich kann ihnen hiermit schon mal die Zusage geben.
und würde dann nochmal per Ticket auf sie zukommen und ihnen dann auch einen Termin nennen, wo sie dann hierher kommen und wir alles durchgehen, ich ihnen alles zeige und so. Genau. Okay. Ja, wenn sie so sonst nichts haben, ich kann ihnen schon mal eine Führung von der Wache geben auf jeden das Fall. Das können wir gerne machen. Falls sie da interessiert sind. So, genau. Dann können sie mir einmal folgen. So. Ach, Neubauer, Mensch. Ja. Ich kann nicht ganz kurz mit dir reden. Ja, warte mal eben. Oder nee, ja, es ist nicht so schlimm, wenn er dabei ist. Ich habe jetzt einfach nur den Korbak mit dir auf den Zoer geschickt. Dann habt ihr 2-2 auf dem RTB. Also zwei Personen auf dem. Ja, gut. Passt. So Bescheid weißt. Jo. Perfekt, danke. So, das ist hier jetzt unser Ruhebereich. Hier sind die Betten, wie Sie ja erkennen können. Ja. Ist alles ein bisschen, ja, Jugendherberge-mäßig, aber es soll natürlich auch kein Luxushotel sein. Es ist kein Luxushotel. Es wird eh bloß geschlafen, wenn nichts los ist. Ja, wenn viel los ist, kommt man eh nicht dazu. Ja, so, auch und in Zukunft werden wir auch expandieren. Es ist schon eine, ja, eine größere, modernere, neuere Wache von den Ingenieuren in Ausarbeitung. Wie, wo, wann, ist mir aktuell auch nicht bekannt. Aber da wird in Zukunft noch einiges folgen. Genau, hier sind dann die einzelnen Büros. Und wenn wir jetzt hier hinten in den Raum reingehen, haben wir unseren Besprechungsraum. Wenn es irgendwie mal was zu sagen gibt oder so, wird sich hier getroffen oder zum Beispiel sich, ja, die alle Rettungssanitäter treffen, alle Notfallsanitäter treffen, alle Notärzte treffen, dann werden diese Besprechungen halt hier geführt und sonst halt genau über den D-Funk. Aber so viel dazu. Dann gehen wir einmal noch nach unten. Dann haben wir jetzt hier unsere, ja, schöne, große, offene Küche. Die ist echt sehr schön. Genau, und hier wird dann immer abwechselnd gekocht. Oder manchmal wird bei Pizza Hermann auch nur was bestellt. Mhm. Also je nach Lust und Laune ist es hier. Und dann haben wir hier noch unser Wohnzimmer mit Fernseher. Hier können Sie dann, wenn gerade nichts los ist, irgendwie Fernseher was schauen oder ein Buch lesen oder auch zum Beispiel ein kleines Nickerchen machen oder so. Mhm. Genau. Und dann gehen wir noch nach vorne. Dann haben wir hier unseren Essbereich, wo wir dann alle gemeinsam essen. Und hier haben wir dann unsere Fahrzeughalle. Hier passen zwei Fahrzeuge rein. Das ist die erste Fahrzeughalle. Und auf der Rückseite haben wir nochmal das Gleiche. Wir haben insgesamt dann hier 4 Stellplätze auf der Wache. Je nach Besetzung können wir auch dann noch einen RTW im Gebäude gegenüber. Da sind auch nochmal 5 Tore, nochmal RTWs unterstellen. Genau, so viel zu der Wache. Genau, den Rest werde ich Ihnen dann in den nächsten Tagen dann zeigen bei Ihrer Einarbeitung. Und sollten Sie jetzt keine Fragen haben, würde ich Sie jetzt auch, ja, wieder entlassen. Und genau, dann kommen Sie die ganzen weiteren Infos, wie es jetzt weitergeht und so, per D-Funk. Und ja, genau. Okay. So. Perfekt, dann. Fragen habe ich soweit eigentlich keine. Okay, dann, Herr Schuster, wir sehen uns, sehen uns die Tage. Ich melde mich per Ticket bei Ihnen und wünsche Ihnen noch einen, wunderschönen Abend. Wünsche ich Ihnen auch. Perfekt. Gut, okay. Dann. Bis, auf Wiedersehen. Bis die Tage. Ciao, ciao. Gut, tschüss. So, aua. Leute. Ciao. Dürfen wir nicht raus. Nein, Spaß. So, Leute, ihr habt gehört. Ich bin angenommen. Aber jetzt ist die Frage, was mache ich? Was mache ich? Da ich jetzt soweit hier nichts mehr zu tun habe. Entweder beende ich den Stream jetzt. Und mach ein Video draus.
So, Leute, jetzt ist die Frage, beende ich den Stream? Oder mache ich einfach irgendein Video draus? Na. So, jetzt kommen die ganzen Zuschauer, jetzt wo das Bewerbungsgespräch vorbei ist. Jetzt habe ich wieder 3 Zuschauer. Und das Bewerbungsgespräch ist vorbei. Nee, ich glaube, ich schneide daraus ein Video. Ja, Leute, leider kann ich euch heute nichts zeigen vom RKISH. Das wird sich im Laufe der Tage jetzt ergeben. Habt ihr ja gerade selber gehört. Aber ich habe den Job auf jeden Fall schon mal. Hör mal, das sind die Kollegen vom ADAC. So, Leute, ich würde sagen, das war's wieder mit dem Stream für heute. War ein kurzer Stream. Wegen. Naja, ihr wisst, wegen Ding. Wie heißt's? Das war ja bloß das Bewerbungsgespräch. Und ich würde den Stream für heute auch beenden. Und ich hoffe, ihr hattet. Ich werde es zu einem Video schneiden. Werde es dann auch demnächst mal hochladen. Genauso wie den anderen Stream von damals. Und würde sagen, der Stream ist dann damit zu Ende. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.